Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal ein bisschen um das Verschleißbild nach dem Nürburgring. Ich bin hier gerade im wunderschönen Hamburg. Das Wetter ist fantastisch und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen hier mit auf die Reise. Wie hat sich mein Auto nach dem Nürburgring verhalten? Es gab eine kleine Änderung, die mich ein bisschen verunsichert hatte. Da werde ich auf jeden Fall auch mal mit euch drüber reden und euch auf dem Laufenden halten. Ziemlich ungewöhnlich, aber jetzt geht's aber einmal direkt um den Verschleiß. Da sind wir bei meinem Schätzchen. Geht's einmal ein bisschen direkt zum wichtigsten Thema, die Bremse. Ich glaube, so wie das Licht hier rauf scheint, ist natürlich echt hervorragend. Es gibt keinen erheblichen Verschleiß. Ich bin natürlich auch in den Kurven extrem reingelatscht. Die Bremsen haben natürlich aber jetzt keine Verfärbung von sich getragen, haben ziemlich gut gehalten und finde ich einen ziemlich guten Job gemacht. Die Bremsbeläge sind mehr als ausreichend da. Also ich dachte auch immer am Anfang, wenn ich irgendwie auf dem Ring unterwegs bin und da mal ein bisschen reinhau, dass das so schnell geht, dass irgendwie mein Auto in die Knie geht, dass der Verschleiß so erheblich ist. Es kommt aber, würde ich auch sagen, sehr auf die Komponenten an. Ich habe in diesem Fall die Bremsscheiben vom, oder das verrate ich euch später, andere Bremsscheiben drauf und eine andere Bremsanlage. Vielleicht der ein oder andere Kenner wird das vielleicht schon erkennen. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Bremsen oder vor allem die Bremsbeläge jetzt nicht abradiert sind. Die Bremsscheiben haben auch jetzt erst einen ganz kleinen minimalen Grad, obwohl ich die jetzt schon echt eine gute Zeit drauf habe. Ich werde nochmal bei Spritmonitor reingucken. Ich habe das nämlich da alles dokumentiert. Da werde ich euch mal sagen, wie lange ich die schon in Gebrauch habe. Aber ich denke mal, sie sind schon gute 2 oder 3 Jahre bei mir drin und dementsprechend bestimmt 30.000 Kilometer ist der Satz bei mir schon drin. Plus Track Events und alles, was ihr daher gesehen hattet, ist immer das gleiche Setup. Also das hält sich auf jeden Fall verschleißmäßig relativ gut in Grenzen. Mein Reifen kam ebenfalls mit den Bremsen neu, sind, ich muss mal kurz auf die Dot-Zahl duschern, einmal mit euch zusammen. Die Reifen sind aus Kalenderwoche 21 2015. Wie man natürlich jetzt hier sehen kann, haben die schon ein bisschen was abbekommen. Das heißt, hier waren mal so Flanken, die sind jetzt runter. Das heißt, der Reifen hat auf jeden Fall in den Kurven ganz gut gearbeitet. Aber das Profil ist jetzt so, dass sie vorne noch so gut sind, dass ich da auf jeden Fall noch eine Saison mit fahren kann. Ich habe das letzte Mal gemessen, ich glaube 5 mm habe ich drauf. So, und hinten sind es mittlerweile weniger. Ich glaube, da bin ich jetzt bei 4 gelandet. Sehen aber auch ganz gut aus. Man sieht aber auch hier an den Flanken, die Reifen haben auch schon mal gearbeitet. Hier ist die Flanke, die man vorher gesehen hatte oder die man vorher auf dem Vorderreifen nicht gesehen hatte. Hier sind die noch zu sehen. Ansonsten gehen wir einmal ums Auto herum. Hier das Ganze mal auf der Fahrerseite, Hinterachse, sieht man auch, dass der Reifen hier gearbeitet hat. Und dass hier so langsam dieser, ich glaube, Sägezahn anfängt zu kommen. Die Flanke ist ebenfalls noch da. Wie gesagt, alle Reifen kamen 2015 neu bei mir. Und hier Vorderreifen, der hat natürlich, das war einmal in meiner Garage, habe ich mir einmal richtig gegönnt. Sieht man auch die Flanke, die ist noch deutlich mehr da. Gab anscheinend ein paar mehr Rechtskurven, die ich durchgefegt bin. Aber da ist auf jeden Fall der Reifenprofilverschleiß noch im Rahmen. Sieht echt übel aus. Ah, scheiße. Genau, und in diesem Zusammenhang einfach mal, war mein erster Eindruck immer, wenn ich gefahren bin, dass ziemlich schnell alles in die Grütze geht. Aber das hat sich gar nicht so krass erübrigt, wie ich das eigentlich dachte. Demzufolge Reifen seit 2015 montiert. Ebenfalls, ich glaube, bei 70.000 habe ich die gemacht. Die sind derbe alt. Haben derbe 4 Kilometer abgespult. Ich denke mal, nach dem Asphaltüber wird ein neuer Satz kommen. Vorne, hinten wahrscheinlich. Komplette Tutti-Frutti-Geschichte. Und ich vermute mal, dass ich mich für die Michelin Pilot Supersport entscheiden werde. Alternativ denke ich auch darüber nach, ob ich mir nicht UHP, also Ultra High Performance Reifen kaufe. Also in Richtung Semi-Slicks, ob ich mir Michelin Cup hole oder ob ich einen normalen Satz und einen zweiten Satz dazu kaufe, den ich nur für Track-Events dann nutzen werde. Ist noch alles offen, aber auf jeden Fall Reifen bald fällig bei mir. Ja, ansonsten kommen wir mal zum Ölverbrauch. Der Ölverbrauch auf diese gesamte Strecke ungefähr 1 Liter. Aber das kann man gar nicht so genau tracken, weil ich bin vorher auch schon ziemlich viel unterwegs gewesen und ich habe vor dem Nürburgring-Event kein Öl nachfüllen müssen, weil der Stand darauf voll war. Als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich dann auf dem Nachhauseweg ein 3/4 Liter nachkippen müssen, was aber völlig okay ist, wenn ich überlege, ich bin 550 Kilometer mit 180 hingefahren. Vor Ort würde ich mal sagen, gute 300 Kilometer.
14 Runden volle Pulle auf dem Ring. Und dann natürlich der Rückweg nochmal 550 Kilometer und da wirklich, wo es ging, volle Pulle, voll auf die Fresse. Also maximale Leistung abgerufen. Das ist natürlich klar, wenn ich im fünften Gang bei 7000 Umdrehungen umorgel, dass der Ölverbrauch steigt. Aber bis ich auffüllen müsste mit dem Motul 5W40 XS und dem Oystop, den ich vorher verwendet hatte, ist der Ölverbrauch vom Gefühl her reduziert. Ich werde das noch Ganze beobachten, aber natürlich in diesen extremen Einsatzgebieten ist es klar, dass da ein Ölverbrauch stattfindet. Geändert hat sich eine Sache vor Ort am Ring, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, und zwar fing mein Motor an, unruhig zu laufen. Tja, wusste damit erstmal nichts anzufangen. Wie hat sich das unruhige Laufverhalten dann geäußert? Bin normal runtergefahren an die Ampel, Drehzahl senkt sich Richtung 1000 Umdrehungen, bleibt bei 1100 Umdrehungen stehen für ungefähr, ja, so 3 Sekunden. Dann wackelt das Auto ein bisschen und dann senkt sich die Drehzahl langsam ab und geht dann in einen ruhigeren, aber dennoch etwas wackelnden Leerlauf. Ich habe da auch mal Alex so gefragt, der meinte, jo, das ist ganz normal nach so einem Betrieb. Passiert mal, ist gar nicht großartig bedenkenwert, wird mit der Zeit wieder weggehen, ist irgendwie nur ein Zeichen, dass der Wagen mal ordentlich durchgeblasen worden ist. Da mein Auto aber immer wieder mal auf die Mütze kriegt und das erste Mal war, war ich dann noch ein bisschen verdutzt. Ein weiteres Ereignis, was ich nicht verstanden habe, ist, dass wenn ich Gas gegeben habe, ich habe da auch Videos von, die werde ich euch mal zeigen, dass ich eine Art Unwucht, ja, eine gefühlte Unwucht im Drehzahlbereich von 1300, 1400 bis 3300, 3400. In dem Bereich hatte ich irgendeine Unwucht. Ich dachte irgendwie, 2 Massen schon gerade vielleicht im Eimer oder keine Ahnung. Aber ich konnte es mir nicht erklären, weil die Kupplung eigentlich noch gut ist bei ihm. Bin da rumgefahren, haben mir ein paar Gedanken gemacht, dachte mir erst so, ja, nichts Wildes, wollte mir meine Zündkerzen mal angucken, ob die vielleicht dann weg haben oder neue Zündspulen kaufen. Dann bin ich jetzt letzte Woche wieder unterwegs gewesen, habe ein bisschen rumgepäst hier in der Stadt und von jetzt auf gleich alles weg. Also ich kann euch nicht sagen, was das Problem war. Das Rütteln und Schütteln und das Abtouren, das so komisch war, ist alles weg. Wir haben uns in der Gruppe auch überlegt, vielleicht 2 Massen Schwungrad oder Magnetventile oder sonst was. Es ist einfach weg. Demzufolge stimmt vielleicht die Theorie, dass Durchpusten und dass er jetzt wieder seinen Normalbetrieb zurückadaptiert hat, weil er vorher nur auf die Fresse kannte. Keine Ahnung. Eine Sache, die mich aber bei dem Ganzen beruhigt hat, ist, das gebe ich euch mal so mit an die Hand, ich hatte ja hier in Hamburg, auch hier in den wunderschönen, an der Ecke habe ich ein Foto gemacht mit dem Escalade und einen Tag später bin ich noch Corvette gefahren. Nicht die Z06, aber das Grand Sport Coupé. Der hat sich auch im Stand geschüttelt. Immer. Immer. Und da dachte ich mir, ja, guck mal, das Ding schüttelt sich auch. Und ich habe mit dem Typen gequatscht und meinte, das macht er immer, wenn er halt ein bisschen auf Temperatur gekommen ist. Und dachte ich mir halt so, könnte es sein. Naja, erstmal abwarten, weil es war nichts akut kaputt. Der Motor hat nicht gestottert, der Motor hat Gas angenommen. Ich habe die Deezer gecheckt, keine Probleme mit den Deezer-Stellern. Also erstmal bin ich weitergefahren und das Problem hat sich erledigt. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mehr mit. Das heißt im Umkehrschluss, der Wagen hat ohne Anstand die komplette Auf-die-Fresse-Tour mitgemacht. Ziemlich solide, ziemlich stabiles Auto, keine Macken, seit 3 Jahren eigentlich fast nichts außer planmäßig, was kaputt gegangen ist. Das einzige war einmal Thermostat und Wasserpumpe bei 107.000, kam neu. Mache ich auch nochmal ein Video drüber, wie ihr das Ganze günstig hinkriegt. Bei BMW legt man Taui hin. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Das Wochenende war echt geil. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass mein Auto das Ganze so gut mitgemacht hat und ich mir eigentlich keine Sorgen machen musste über, ist es jetzt zu viel? Ist das Öl zu heiß? Geht mein Auto jetzt kaputt? Ist nach einem Wochenende auf dem Nürburgring rumballern gleich Bremsen, Reifen, Bremsbeläge, irgendwelche Kupplungen und irgendwas im Eimer, eigentlich gar nichts. Das Ding fährst du auf dem Ring, knallst deine Runden, knallst nach Hause, stellst das Ding ab,
und das Ding läuft wie am ersten Tag. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich einen N52 330i genommen habe und kein N54 335i, weil ein Turbo, Warmfahren, Kaltfahren, Hochdruckpumpe, Injektoren, Turbos, es ist alles Material, was auch in die Grütze gehen kann. Da fand ich einfach das solide Auto plus die Liebe zum Sauger, auch wenn natürlich Turbo geil ist, aber ein Sauger ist ein Sauger und die Spontanität, wie das Auto das Gas annimmt, ich finde es einfach geil, ich bin begeistert von dem Wagen nach wie vor. Also das war's von meiner Seite, ich werde mich demnächst mal darum kümmern, dass ich ein paar Aufkleber für euch kriege. Logo steht ja schon, wie gesagt, bei mir hat sich Anfang des Jahres ziemlich viel getan, deswegen war ich leider ein wenig abwesend, aber jetzt wird weiter gepusht. Danke fürs Zuschauen, bis bald, peace.